Baue mir so ein schönes Lager auf. Die ruinieren das. Ja, hier ist jetzt erstmal wichtiger zu bauen, mein Freund. Dich baue ich später mal fertig. Der da oben ist tot. Das weiß ich, den habe ich eben abgeschossen. Genau. Erstmal baue ich da unten weiter, damit wir einfach ja, mehr Spielraum haben da, ein bisschen in Sicherheit rumzuwandern. Ich will nur die Köpfe haben. Nur die Köpfe. Okay, sein Kopf ist nicht mehr vorhanden. Schade. Eure Köpfe sehen nämlich immer so hübsch aus. Da ist ein Baumstamm. Warum blinkt der nicht? Finde ich nicht in Ordnung. Ja, wenn das nur noch einer ist, dann droppe ich den mal hier unten. Nicht wegräumen, bitte nicht. Dann roll doch, weißt du? Erstmal unten den Stick aufschrammeln. Den Stick. Wisst ihr Bescheid? Natürlich geht das mit der anderen Hand, mit der anderen Hand beim Holzhacken. Man braucht nur eine dafür, wenn man ein starker Junge ist. So wie ich hier natürlich. Nein, der Bo Oh Mann, der Baumstamm ist gerade ins Wasser gerollt. Kriege ich den da noch raus? Ah, oh, ja, ich hab ihn. Erstmal mit Baumstamm schwimmen gehen. Ja, Logo. Nee, ich muss dich nehmen. Weil er rollt nicht, zumindest nur ganz langsam. Die rollen davor. Gut. Wir haben nicht mehr viel Snickers. Okay, wir haben keinen Snickers. Egal. Wir haben ja hier Futter genug. Irgendwann sind unsere Snickers-Vorräte halt mal aufgebraucht. Jetzt werden wir zwar zur Diva, aber es macht ja nichts. Da müssen halt die Eingeborenen den... Diese pure Power, die wir dann erleben, müssen die dann halt ausbaden. So, zwei Baumstämme, dann ist die erste Mauer wieder fertig von dem neuen Ding, das wir dazu gebaut haben. Boah, echt viel Alkohol drin, ey. Ein Fisch. Ey, Moment. Ich glaube, die muss man mit dem Ding hier töten. Schach mal. Bin ich zu dumm dafür? Hehehehe. Da ist noch einer. Boah, jetzt habe ich es aber drauf. Alter, wir haben jetzt hier so viel Nahrung. Wir haben auch noch Fische im Wasser überall. Das ist ja genial. Einen besseren Standort gibt es ja gar nicht. Can't carry any more raw fish. Leute. Ich verbessere mich. Unser Standort ist nicht gut. Unser Standort ist genial. Um Essen brauchen wir uns erstmal lange Zeit keine Sorgen machen. Und wenn wir dann mal was brauchen, dann haben wir direkt vor unserer Tür Fische, Leguane, Hasen. Wir haben alles. Wir können eine ausgewogene Ernährung führen. Wir haben sogar Beeren. Erstmal wieder ein bisschen Krafttraining hier, ein bisschen Workout mit Baumstamm schwimmen. Warum nicht? Schmein ja. Nur. So. Danke. Ja. Erstmal mit zwei Baumstämmen in der Hand auch noch ein bisschen springen. Wir müssen ja auch hier richtig gut, ne? Ein bisschen Sport tut immer gut, aber ich glaube, das dauert dann viel länger. Ist nicht so wie bei Minecraft, meine lieben Freunde, weil man springt hier mehr so gerade hoch. So. Ich weiß, das hat keinen Sinn gemacht, bei Minecraft springt man auch gerade hoch. Oh, noch mehr Fische. Ja, toll. Vermehrt euch hier, bitte. Ganz viel Fisch möchte ich hier. Ich hoffe, die kommen hier nicht durch.
Aber wenn ich da durchkomme, kommen die da eigentlich auch durch. Aber die sind ziemlich dumm. Also vielleicht kommen die da nicht durch. Ach, wisst ihr was? Was soll denn der Geiz? Custom Buildings. Ich hätte, man kann die sogar durch den Anker durchbauen. Was habe ich gesagt? Dann bauen wir die durch den Anker durch. Gut. So, aber da können die nicht durchkommen. Okay, man kann einfach durch den Anker durchlaufen. Gott sei Dank habe ich das vorher noch nie ausprobiert und habe gesagt, wir sind hier ziemlich sicher. Ernsthaft, wie soll ich das denn jetzt zumachen? Die kommen ja immer noch locker easy durch. Warte, ich habe eine Idee. Ich brauche einen Stock. Naja, hier sind ja genug von den Mini-Dingern. Von den kleinen Dingern hier. Ja, so fäll ich auch so einen Minibaum. Natürlich. Wärst du so gütig und würdest mir deine Rüstung geben? Danke. Ja, ja, sieht schick aus, ne? So, wenn du nichts anderes könntest du eventuell. Danke. So, ich glaube, jetzt sollten die dann nicht mehr durchkommen, die Ureingeborenen. Mir wurde zumindest geschrieben, dass sie nicht durch so Standing Fire durchkommen. Und wir können da easy locker durchlaufen. Haben immer einen Notausgang. Ist vielleicht auch ganz praktisch mal. Aber jetzt müssen wir zuerst mal da hinten zubauen. Bevor wir hier weitermachen. Ja, ja. Immer solche nervigen Zwischenfälle. Da denkt man, jetzt baust du hier so schön easy ein Lager auf. Aber es ist sowieso hinterher so sicherer. Es war sowieso immer so eine unsichere Stelle, die ich vielleicht mal verbessern wollte. Und jetzt habe ich gemerkt, es wird wirklich Zeit, dies zu tun. Ich mache Baumstämme kaputt. Oh nein, das wird gleich eine richtige Rakete. Oha! Nee. Nee. Da habe ich ein bisschen zu viel Angst vor. Oh Gott, der fliegt ja in Zeitlupe. Kann ich den aus der Luft einfangen? Alter, bin ich genial. Ja, ja, das war schon ein kleines Kunststück, was wir hier gemacht haben. Gut, hier kommen wir durch. Ach PC, kannst du bitte mal die Klappe halten? Warum bist du so laut? Ich muss immer wieder säubern, ey. Die Kühlung. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja, komm, ist gut, Gewitter. Soll es auch anders sein. Man hat sich mittlerweile schon an dich gewöhnt. Weil es ja immer gewittert. Dam. Da-dam. So, gib mir mehr Baumstämme. Wir schaffen uns hier allmählich auch so ein bisschen Übersicht mehr. Wenn die Penner hier aus dem Wald rauskommen wollen, dann sehen wir sie direkt. Ja, ich denke, hier könnten wir
lange, lange, lange überleben. Da habe ich angefangen. Zwei Baumstämme brauche ich noch. Dann ist die Mauer schon mal fertig. Ach, es war wieder nur ein Stein. Bam. Just give me this little axe. Dich nehme ich mit und lass dich auch direkt wieder hier fallen. Hat keinen Sinn gemacht, Leute. Jetzt wird er mir ins Wasser rollen. Das Miststück. Ja. Geilo. Die nehme ich auch noch gerne mit. So. Bum, bum, bum. Wäre ich gerenne? Ne. Einbildung. Jetzt hätte ich schnell meinen Baumstamm fallen lassen müssen und mir meine nette Flärgern holen müssen. Gut, die Schildkröte verzieht sich wieder ins Wasser. Ich will die jetzt nicht töten und die so kurz vor ihrem Ziel ein bisschen natzen. Beim nächsten Mal wieder, liebe Schildkröte. So, das Problem an den weißen Dingern ist jetzt natürlich, dass man nicht viel sieht, wenn man da durchgeht. Und wenn die wirklich klug wären, könnten die dann einfach von der Seite kommen. Aber Gott sei Dank sind die ja nicht klug. So, hier liegt noch viel Holz rum. Holz. Da hinten sehe ich auch noch einen. Den hole ich mir dann zuerst und dann hole ich mir gleich die da. Auf jeden Fall waren wir dann einigermaßen produktiv heute. Also an dem Ingame-Tag hier mit dem schönen Regenbogen und dem wunderbaren Sonnenuntergang da hinten. Wir laufen dem Sonnenuntergang entgegen. Ja. Habe ich irgendwas zu erzählen? Ach so, genau. Ich bin ja jetzt im Urlaub und wenn ihr davon Bilder sehen wollt, Leute, dann geht doch einfach mal auf twitter.de/copsoprp. Der Link steht in der Beschreibung. Das ist unser Twitter-Kanal. Und da werde ich bestimmt das ein oder andere Mal posten, was ich so erlebe. Wohin es geht, sage ich euch auch nicht. Da müsst ihr schon da drauf gucken. Ihr werdet das wahrscheinlich irgendwo erkennen, wohin es geht. Aber ich kann euch so viel sagen, ich habe das nicht... Ach du Scheiße, es ist dunkel. Ja, dann benutzen wir mal unsere Taschenlampe. Ich wette, gleich kommen die ureingeborenen Pena, aber das macht hier da um. Da ist doch schon direkt einer. Brenne. Okay. Jetzt ist unsere Taschenlampe auf einmal rot. Gut, warum auch nicht? Jetzt ist sie wieder weiß. Das Zelt. Die hilft mir aber auch so gut wie gar nicht.
Ich mache aber mal schnell wieder einen Abgang hier, weil ich die Flagger ja nicht in der Hand halte. Im Wasser sind wir ja sicher. Das ist schon fast ein bisschen langweilig. Wir können hier ins Wasser gehen und einfach mit der Flaggern aus dem Wasser schießen. Aber wenn es das Spiel diese Möglichkeit gibt, dann werden wir diese Möglichkeit auch nutzen, Leute. Höchstens, wenn ich hinterher mit Tobi zusammenspiele, dann werden wir ohne die nette Flaregun spielen. Tippe ich jetzt einfach mal, weil das ist ja ziemlich langweilig sonst. Man ist ja quasi unsterblich. Ne, bevor wir jetzt wieder gehen, Leute, guckt mal unten rechts. Wir müssen uns ein leckeres Mahl machen, außerdem ist uns kalt. So, ich hätte gern einen rohen Fisch. Hier regnet es nicht. Es regnet nur irgendwo anders, hier nicht. Gut. Wir gönnen uns direkt mal hier. Zack. Es brennt hier nämlich ein schönes kleines Feuer. Da ist mein Fisch, ne? Ja, der ist da, gut. Danke. Ich bin nicht mehr kalt. You are cold and wet. Find the fire to get dry. Find the fire natürlich. Ich habe auf Deutsch vorgelesen. Oh Leute, könnt ihr nicht auch mal woanders rumgammeln? Da hinten sind die Penner noch. Jetzt hauen die wieder ab, Alter. Einer kommt. Haut wieder ab. Die sind schon so ein bisschen planlos, ne? Kann, oder? Boah, jetzt bin ich wieder cold and wet. Kalt und nass. Ja, ja. Schlimme Kombi. Mein Gott, dann gehe ich halt am nächsten Tag weitermachen. Sehr gut. Vor allem schreien die Ureingeborenen hier überall rum. Nur weil ich ein paar von denen immer kille. Wenn die sich zu nah an meinen Lager wagen, nur weil mal Feuer an ist. Leute, ich will ja auch noch wohnen. Entspannt euch mal ein bisschen. So, hier möchte ich gerne mein Feuer anhaben. Und dann möchte ich doch gerne mal schlafen gehen. Sie haben mich gesehen. Da! Missgestalten. Okay, da kamen sie wohl durchs Wasser. Dann werde ich hinterher die Wand hinten im Wasser auch noch zuziehen und im Wasser dann eine Tür machen. Das sollte dann aber sicher genug sein. Krüppel. Aber ich muss sagen, unser Lager sieht schon ziemlich tough aus. Hey, Schildkröte. Ja genau, verzieht euch alle in unser Lager. Hier seid ihr sicher vor den Pennern. Nee, nee. Das sind schon welche, diese Ureingeborenen. Ich bin schon wieder kalt und nass. Mann, entspann dich doch mal. Wenn es kein Tag wird, dann mache ich halt nachts weiter. Egal, ob mir kalt ist oder nicht. Muss kämpfen um mein Überleben jetzt hier. Möchte hinterher wieder zurück nach Hause. Ohne meinen Sohn. Der ist ja leider tot schon, oder? Ich weiß es gar nicht.